Wir haben auf einem portugiesischen Weg gepennt. Herr Goldmann hat schon seine Hängematte weggemacht, aber der war hier vorne aufgespannt. Aber genau, wir haben hier auf diesem Weg hier gepennt. Das ist richtig geil. Ich weiß zwar nicht warum, aber wir haben das gemacht. Die Sachen sind gepackt und wir haben gerade einen Deutschländer getroffen. Der hat einen urinfarbigen Wagen gehabt und mit dem haben wir kurz gesprochen. Der war hier vorne auf dem Weg irgendwie, auf diesem Jakobsweg. Und darauf, dass wir diesen Deutschländer getroffen haben, laufen wir jetzt weiter. Guck mal, das hier vorne, das sind portugiesische Schafe. Und die haben hier ganz lange Schwänze oder wie die heißen. So, wir sind gerade weitergelaufen. Und hier vorne ist ein zerrissener, wie heißt es, die Hängematte, genau. Der ist zerrissen. Und hier vorne ist schon wieder ein portugiesischer Palmenbaum. Und wir laufen zum nächsten Biergeschäft oder wie das heißt. Direkt hinter dir. Ach ja, da hinten, da drüben ist das Biergeschäft. Ich weiß nicht warum, aber hier in diesem portugiesischen Kiosk, der da vorne ist, da hat ein Bier 47 Cent gekostet. Das heißt, wir haben diese ganzen Biere hier für 5 Euro noch was geholt. Das ist portugiesisch. Ich fange es an zu lieben. So, wir sind gerade hier an so einer portugiesischen Bushaltestelle. Und der Herr Goldmann, der geht kacken. Also der ist gerade auf der Suche nach einem guten Kackplatz. Und ich stehe hier rum. Das ist portugiesisch oder wie das heißt. Das sind portugiesische Raschen. Ja, Junge, guck meine Muskeln an. Du hast einen richtig fetten Kopf. Weil da so viel Schlauheit drin ist. Portugiesisches Bier. Kuhfladen, ich hoffe, da gibt's Bier. Guck mal, hier sind ganz viele Tiere, die das machen. Hier Kuhfladen und sowas. Genau. Und wir hoffen die ganze Zeit, dass das hier, dass die auch Bier produzieren können. Weil die sind geil, die Tiere. Die sind richtig geil. Guck mal, das sind portugiesische Pferde. Die laufen hier rum, also die haben sogar Hörner auf dem Kopf. Guck mal, dieser portugiesische Pferd hier vorne, der ist richtig fett. Der hat eine richtige Vollfettnase und sowas. Wir laufen jetzt hier rum und wir sind auf der Suche nach einem Schlafplatz. Und hier in der Nähe sollte irgendwie ein Fluss sein, aber das wissen wir immer noch nicht. Deswegen laufen wir dahin. Ich bin ein Kakerlakenbazillen gesägt, mit Motten genau im Gehirn drin. Und wir haben hier eine portugiesische Stelle gefunden, wo wir pennen heute. Guten Morgen, wir wurden heute Nacht von Regen überrascht. Deswegen habe ich meinen Tab genommen und den über mich drüber gelegt, damit ich nicht zu nass werde. Aber ich bin trotzdem ein bisschen nass geworden. Das war voll scheiße gewesen. Genauso wie meine ganzen Sachen, die sind alle nass. Bei mir ist irgendwie die ganze Zeit mal heiß, mal kalt. Das ist richtig widerlich. Fühle mich heute auch voll nicht gut gerade. So, die Sachen sind gepackt. Und in der Stelle, wo wir gepennt haben, ist ja überall voller Müll. Das war eine richtig räudige Stelle. Und wenn wir gewusst hätten, dass es heute Nacht geregnet hätte, dann hätte ich hier meinen Tarp aufgespannt. Anstatt den einfach über mich rübergeschmissen.
Meine ganzen Sachen sind nass. Es war richtig unangenehm gewesen, aufzustehen. Aber wir laufen jetzt zum nächsten Koffeinladen, um dort Koffein zu saufen. Weil ich habe gerade keinen Bock drauf, Koffein jetzt zu kochen. Und damit wir so ein bisschen im Warmen sitzen können. Um dort Koffein zu trinken. Schade, dass es heute nicht so warm ist. Und die Sonne soll rauskommen, damit wir Akkus aufladen können. Weil zwei Powerbanks von drei sind leer. Aber vielleicht, wenn wir gleich ein Koffeingeschäft gefunden haben, dann vielleicht kann man da auch aufladen. Das wäre cool. Guck mal, das hier, das sind portugiesische vollfette Nacktschnecken. Die haben viel mehr Fett dran als deutsche Nacktschnecken. Und voll schwarz ist sowas. So, wir haben gerade einen Mülleimer gefunden. Der Mülleimer, der stand da drüben. Da haben wir unser ganzes Müll reingeschmissen. Und wir laufen jetzt da in diese Ortschaft rein, um dort nach einem Koffeinladen zu suchen, wo wir vielleicht Koffein trinken können und Akkus aufladen. Und vielleicht was Kleines essen oder sowas. Das sollte da drüben sein irgendwo. Wir sind extra in dieser Ortschaft reingelaufen, um vor dem geschlossenen Cafeteria zu stehen. Das heißt, wir müssen die Suche nach einem Koffeinladen weiterhin fortsetzen. So, der nächste Bistro sollte 2 weitere Kilometer entfernt sein. Aber der führt uns so Richtung Atlantischen Ozean. Das ist gut. Deswegen laufen wir jetzt dahin. Und diese ganzen Straßen hier vorne, die haben keine Fußwege. Das ist ein richtig widerlicher Nieselwetter. Mit ganz viel Nieselregen und sowas. Der macht unsere Sachen nass. Dieser verranzte Nieselregen. So, wir sind beim anderen Laden. Und der hat auch geschlossen. Obwohl er bei Google draufsteht, geöffnet. Das heißt, wir sind hier umsonst hergelaufen. Und wir müssen dann noch viel weiter weglaufen. Mit diesem ganzen Regen, bis wir endlich Koffein trinken können. Das ist nervig. Wir haben einen weiteren Koffeinladen gefunden und der ist von hier aus 1,5 Kilometer entfernt. Jetzt müssen wir noch weitere 1,5 Kilometer laufen, damit wir uns endlich mit Koffein besaufen können. Dieser ganze Nieselregen, der die ganze Nacht unser Kopf drauf fällt, der lässt uns nicht trocken werden. Das ist ein Wetter mit nass dran. Wir haben einfach nur Koffein saufen und irgendwo drin chillen. Hier sind Hunde oder wie das heißt. Die bellen rum, die machen diese Wow-Wow-Wow-Geräusche. Das sind portugiesische Hunde. Wir haben hier einen Koffeinladen gefunden. Der sieht geöffnet aus. Das heißt, wir können gleich jetzt Koffein trinken. Endlich Kaffee und Brötchen. Das ist ein portugiesischer Kaffee. So, nächster Tag ist angebrochen, weil wir haben gestern beim Koffeinladen einen ganz netten portugiesischen Menschen getroffen und wir sind mit dem mitgefahren. Also der hat auch unsere ganzen Sachen hier transportiert und wir haben hier bei ihm gepennt. Moin Moin! Mit ganz viel Bier und Wein trinken und sowas. Der hat uns auch zum Bier trinken eingeladen und zum Wein trinken. Und ja, das war auf jeden Fall ganz nett gewesen. Er ist jetzt auf der Arbeit. Ich weiß nicht, wann kommt er wieder? Ich glaube so 17 Uhr, glaube ich. Ah, okay. Er ist Baggerfahrer. Er baggert gerade in Löcher. Er ist Baggerfahrer. Er baggert gerade in Löcher. Und genau, und wir sitzen hier rum. Ich werde gleich eine Runde duschen gehen.
Und später gelaufen wir zur Atlantik. Und gegessen haben wir auch, Alter. Alles, genau. Alles. Gegessen haben wir gestern auch. Ja, aber was auch alles, ne? Ja. Wow, Würstchen, Chicken Nuggets, Reis. Wie war dein Bett, Alter? Hast du gut geschlafen? Der Bett war zu... Ich bin zur Komfortzone erweitert. Und dieser Bett da war mir irgendwie zu komfortabel gewesen. Genieße es, deswegen, Alter. Nimm die guten Sachen an. Habe ich irgendwie Probleme gehabt, einzupennen. Ja? Ja. Du musst oder, mal Bier trinken. Oder ich habe ein paar Mal eingepennt. Aber irgendwie konnte ich nicht tief schlafen. Ja. Ich kenne das Gefühl tatsächlich, dass man dann so, dass es so ungewohnt ist, ne? Wenn man von draußen und dann plötzlich drin schläft. Ich kenne das. Aber dadurch, dass ich so Komfortzone erweitert bin, habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Und guck mal hier, es regnet gerade in Strömen. Das ist richtig widerlich. Ich hoffe, dass das nur ein kurzer Schauer ist. Und hier, das war mein Schlafplatz für heute gewesen. Hier hatte ich gepennt vorhin. Und Herr Goldmann hat hier irgendwo gepennt. Hier vorne ist ein portugiesischer Badezimmer. Und hier habe ich nicht geduscht. Aber ich habe in diesem Badezimmer geduscht. Genau, und Zähne gewaschen und so ein bisschen Bartstoppeln abgemacht. Und ich mache schon mal den Fenster zu. So, wir haben die Sachen gepackt. Und jetzt laufen wir nach Richtung Atlantik. Das sind, glaube ich, nur 6 Kilometer von hier entfernt. Deswegen werden wir heute auf jeden Fall dort ankommen. Wir sind losgelaufen. Und wir haben noch eine... Und hier vorne ist schon wieder eine Straße ohne Fußweg. Hier in Portugal gibt es ganz wenige Fußwege. Und das ist eine richtig nervige Straße. Eine portugiesische Straße. Es ist richtig versifft. Das da vorne, das ist ein Schrotthaus. Ein portugiesisches Schrotthaus. Weil da sind keine Fenster und sowas drin. Und Türen, aber ein Auto steht da. Das heißt, das ist bewohnt. Dieser Schrotthaus. Also dieser portugiesische Schrotthaus. Guck mal, das hier, das ist ein portugiesischer Traktor. Und da drüben, da ist eine portugiesische Kuh, die richtig fett ist und mit Hörnern dran und sowas. Der läuft hier komplett frei herum, ohne abgezäunt zu sein. Ach ja, da drüben ist noch eine portugiesische Kuh. Guck mal, wir haben hier portugiesische Schweine gefunden. Ich weiß nicht, was die hier machen, aber die stehen hier, also die laufen hier rum. Also die sind hier drin. Das hier, das sind portugiesische Schweine. Die sehen immer noch anders aus als deutsche Schweine. Guck mal, da drüben steht ein freilaufender Esel rum. Der guckt uns an. Wir laufen jetzt gerade den ganzen Tag bergauf und bergrunter. Das strengt an. Und dann ist das so eine Schallstraße auch noch mit diesen Steinen hier. Die hier, weil ich habe ja die zweitbilligste Klapserkarre von Hornbach gerade dabei. Weil bei der Flixbusfahrt war ich mir unsicher, ob ich die größere Sackkarre, also die neueste Sackkarre, die viel größer ist, mitnehmen könnte. Und wir machen gerade Weinpause bei Monte. Genau, mit so einem Wein oder wie das heißt. Und hier spritzt überall Schlauchwasser runter. Es fließt. Leute, Portugal ist schön, aber das mit den ganzen Hunden hier und so weiter, das geht überhaupt gar nicht klar. Die werden hier alle total eingesperrt. Die sind hier die ganze Zeit total am Bellen. Die verhalten sich komplett anders als wie die Hunde in Deutschland. Die sehen so richtig verängstigt aus. Und eben gerade haben wir gesehen, wie ein Hund getreten wurde. Und das geht überhaupt gar nicht klar. Am liebsten würde man was bewirken, um die ganzen Hunde zu befreien. Aber wie halt? Hier sind überall bellende Hunde.
Der hier die ganze Zeit total um Hilfe schreien. Auf jeden Fall, die Hunde, die tun auf jeden Fall ein Leid. Und guck mal, dieser Brücke, die hat geschallt. Das war eine portugiesische Brücke gewesen. Sowas schallt rum, das schwöre ich euch. Guck mal, hier vorne führt eine portugiesische Straße lang. Das heißt... Soll mal leise machen. Genau. Guck mal, das hier vorne, das ist eine portugiesische Straße. Und hier sind keine Fußwege. Und das sind hier zwei Scheißsteinwände. Das heißt, da muss hier durchlaufen. Und wenn hier gleich dann zwei Autos oder Busse oder LKWs langfahren, dann passt mein Wagen nicht durch. Das heißt, das ist ein Scheißweg. Aber wir müssen da durch. Guck mal, Leute, wir sind hier in dieser Ortschaft angekommen, wo hier ein Burger King sein sollte. Prüfen, ob der gleich auf hat, wenn wir dort angekommen sind. Guck mal, wir haben eine portugiesische Eisenbahn gefunden. In Farbe alt. Man muss immer mit dem Finger auf Leuten zeigen. Das ist ganz wichtig. So, wir haben jetzt diesen portugiesischen Burger King erreicht. Und hier werden wir jetzt Fressen kaufen gehen, um den da drin zu verspeisen. So, das hier, das ist portugiesischer Burger King Fressen. So, wir haben gerade bei diesem verportugiesigen Burger King gefressen. Und jetzt laufen wir zur Atlantik. Von hier aus ist das ungefähr 5,5 Kilometer bis dahin. Um dort zu pennen. Guck mal, hier vorne ist eine portugiesische Bahnüberquerung und das hier, das ist eine richtige Bahnüberquerung und das hier, das wurde hier gar nicht so gemacht, dass man hier so direkt überqueren muss. Also das ist eine Bahnüberschreitung mit Schwierigkeit anstatt eine Bahnzufahrt, obwohl das eine Bahnzufahrt ist. So, man ist über diese Bahnüberschreitung drüber, also über diesen Zufahrtsweg von der Bahn. Und jetzt gelaufen wir diesen Weg weiter da lang. Guck mal, das hier, das ist ein verschimmelter Haus. Der hat ganz viel Schimmel dran und sowas. Und der ist vielleicht bewohnt. Oh Scheiße, wir sind kurz davor. Ach man, Licht ist zu hell. Oh Scheiße, Google führt uns genau dort lang hin. Weil das ist Campingplatz, das ist ein geschlossener Campingplatz. Wir kommen da nicht weiter. Und wir sind so kurz davor, am Ziel anzukommen. Also nicht im Campingplatz, sondern wo Strand ist, wo wir uns dorthin pennen können. Deswegen müssen wir diesen gesamten Weg wieder zurücklaufen, bis nach da hinten hin irgendwo. Und da müssen wir uns eine Nebenstraße aussuchen, wo wir hinlaufen können, um dort zum Atlantik zu kommen. Und zwar der ist 2,7 Kilometer lang. Das ist zwar noch eine weitere halbe Stunde Fußweg, aber genau deswegen laufen wir dahin. Guck mal, hier vorne sind überall diese Vollfettkröten.
Die sind hier überall. Also das sind portugiesische Vollfettkröten. Guck mal, das hier, das ist ein portugiesischer Feuersalamander. Der bewegt sich ganz langsam. Guck mal, hier sind überall diese Kröten und hier sind noch viel mehr diese Feuersalamander und sowas. Also diese portugiesischen. Genau, der springt gegen meinen Wagen und hier ist irgendwie alles voll damit. Hier ist noch so ein Feuersalamander. Wir müssen aufpassen, wie wir wohin wir hintreten. Das sind immer noch portugiesische Feuersalamander. Die sind hier überall. Man muss ja extrem aufpassen, wo man hier rumrennt. Hier sind überall diese Viecher hier. Je näher wir zum Strand kommen, desto sandiger ist dieser Weg. Und guck mal, von diesen Fröschen hier, also von diesen Kröten, haben wir Minimum irgendwie 200-300 Stück gesehen oder so. Und bestimmt 50 Feuersalamander oder so. Und genau, je tiefer wir hier reingehen, wir haben noch ungefähr 500 Meter bis zum Ziel. Und genau, desto sandiger wird dieser Weg. Ich will den Atlantik sehen. Guck mal hier, wir sind so ungefähr 100, vielleicht 200 Meter vom Atlantik entfernt. Hier. Wir wollten eigentlich direkt am Atlantik pennen, aber weil wir dachten, dass vielleicht, wenn jetzt zum Beispiel ein richtiger, heftiger Sturm dann plötzlich kommt, dann wäre das scheiße, dort zu pennen. Und deswegen pennen wir 100, vielleicht 200 Meter von Atlantik entfernt. Hier, weil hier ist so eine kleine Waldstelle. Und ich habe hier meinen Schlafplatz aufgebaut. Und der Herr Goldmann hat hier seinen Schlafplatz aufgebaut. Und weil wir haben hier Bäume. Und da unten im Atlantik, da gibt's keine Bäume. Und deswegen haben wir uns entschieden, hier zu pennen. Und morgen, wenn wir ausgepennt haben, dann gehen wir zum Atlantik runter. Um dort das Wasser anzugucken, wie das da rumschwimmt. Da sind wir richtig ganz gut gespannt drauf. Oh, ich glaube, was ist denn das für eine Spinne hier? Ist das diese Nosferatu-Spinne? Die ist nicht so richtig ausgewachsen, aber so ein bisschen sieht sie so aus. Oder ich weiß gar nicht. Was ist denn das für eine Spinnenart? Vielleicht nur halb so groß wie die auf meinen Kopf gefallen ist in Mannheim. Ich bin mir unsicher, was das für eine Spinnenart ist. Und guck mal, wir pennen gerade genau an dieser Stelle, wo diese ganzen vielen Feuersalamander und Kröten da sind. Also portugiesische Kröten und Feuersalamander. Und ich bin sehr gespannt drauf, ob die, wenn ich hier penne, in meinen Mund reinspringen. Wenn ich hier mit Mund offen hier rumschnarche und sowas. Da bin ich ganz gespannt drauf. Wir prüfen, ob das passiert heute Nacht. Oder diese komische Spinne, die hier rumläuft. Aber genau, so pennen wir heute hier. Guten Morgen, wir sind wach. Und wir haben hier gepennt. Direkt vor dem Atlantischen Ozean. Und hier hat Herr Goldschwan gepennt. Und hier ist die ganze Zeit so ein ganz nerviger Wind und so weiter. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich habe keinen Bock auf Regen. Und hier, das windet hier die ganze Zeit rum. Das heißt, der Regen, der spritzt mich gleich nass, wenn hier gleich schon wieder ein Windstoß kommt. Das ist richtig widerlich. Ich habe Bock auf Sonne. Dieser ganze Scheißwind, der macht hier meinen Tarp kaputt. Jetzt sind schon diese ganzen Heringe hier rausgerissen. Also dieser Wind, der geht die ganze Zeit einen so richtig auf den Sack. Das ist voll scheiße, dass ich das so aufgespannt habe und nicht irgendwie so richtig fest. Oder irgendwie tiefer gespannt hätte. Dass das nicht die ganze Zeit so hoch geht und sowas. Und meine Heringe wegreißen. Ich wünschte, wir hätten das Wetter wie am ersten Tag. Das war viel cooler. Aber egal, ich werde jetzt erstmal zur Atlantik hingehen, um euch das zu zeigen und um mir das auch anzugucken. So, ich gehe jetzt Meer angucken, diesen Atlantischen Ozean oder wie das heißt. Und das soll gleich hier vorne sein. Also vielleicht nur
100 Meter von unserem Schlafplatz entfernt oder 200 Meter so ungefähr. Guck mal, hier vorne ist ein Bild aufgezeichnet mit dem Strand und diesen Vollfettsteg. Und hier fängt dieser Steg an, wo ich jetzt drüber laufe. So, ich bin gleich da. Genau, hier, guck mal. Das hier, das ist der Atlantische Ozean. So sieht das aus. Hier ist die ganze Zeit Scheißwind und sowas. Windig hier. Ich laufe wieder zurück. Herr Goldmann hat auf unsere Sachen aufgepasst, weil der war schon vorhin da drüben gewesen. Und ich finde es das schade, dass Wind und Temperaturen heute nicht mitspielen. Viel zu windig. Dann habe ich auch noch mein Handtuch vergessen. Und das ist irgendwie so ein Pulloverwetter heute. Und deswegen habe ich gerade keinen Bock drauf, in den Atlantik reinzuspringen, weil ich ein Kakerlakengesicht bin. So, ich bin schon wieder zurück. Und oh Scheiße, es fängt jetzt schon wieder an zu regnen. Das ist richtig scheiße. Das gefällt uns nicht, weil das hier die ganze Zeit windig ist, spritzt dieser Regen hier rein. Scheiß Wetter heute. Hier geht's zum vierten Teil vom Portugal Road Trip. Falls dieser aber noch nicht öffentlich sein sollte, kommt hier stattdessen ein weiterer Mehrtage-Schwachsinn. Das müsst ihr euch alle geben.